sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 918. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, heute in Amsterdam. Amsterdam ist neben Hamburg und Stockholm eine der schönsten Städte in Europa und ich werde vielleicht in Zukunft regelmäßig hier sein und auf dieser Terrasse sitzen und den Nachtzug nach Hamburg machen. Was gab es heute an interessanten Neuigkeiten? Eine ganz interessante Sache habe ich auf macnews.de gefunden. Und zwar, wenn ein Chef seinen Mitarbeitern etwas mitteilen möchte, dann hat er ja dazu verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste, eine Rundmail zu senden. Oder, was man auch machen kann, man kann eine Mitarbeiterversammlung einberufen und dann einfach vor versammelter Mannschaft den Mitarbeitern mitteilen, was wichtig ist. Was aber auch geht und was natürlich viel besser in unsere heutige Zeit passt, man sendet eine Videobotschaft und schickt die an die Mitarbeiter. Lädt ein Video bei YouTube hoch und da ist dann die Ansprache drin, die alles Wichtige mitteilt. Und das hat kürzlich der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, dem großen Zeitungsverlag aus Deutschland, der auch ein aus meiner Sicht sehr unseliges Produkt, neben vielen guten Produkten, die die machen, ein sehr unseliges Produkt produziert, nämlich die Bild-Zeitung. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Matthias Döpfner hat sich an die Mitarbeiter gewandt und hat ihnen Folgendes mitgeteilt. Die komplette EDV wird auf Apple Macintosh umgestellt. Und er hat das auf eine ziemlich angenehme Art gemacht, denn er unterstreicht nicht nur, wie effektiv das Arbeiten mit einem Apple-Rechner ist im Vergleich zu einem PC und welche Kosten das Unternehmen dadurch spart. Nein, er spricht auch explizit an, wie viel angenehmer das Arbeiten wird, wie viel schöner ein Büro aussieht, wenn nicht so ein hässlicher PC da steht, sondern eben ein ordentlicher oder ein schön designter Mac. Und dieses Interview oder diese Videobotschaft könnt ihr auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage euch anschauen. Wenn ihr auf www.nachtzug.de geht, dann könnt ihr euch dieses Video anschauen bei der Folge 918. Falls ihr es ein paar Tage später hört, müsst ihr vielleicht ein bisschen zurückblättern, aber ich glaube, es lohnt sich. Es ist einfach nett gemacht. Ja, und nachdem ich dann meinen Arbeitstag hinter mich gebracht habe, bin ich gen Holland aufgebrochen mit einem Freund zusammen und dessen Freundin. Ihr kennt ihn eigentlich, mit dem war ich auf dem Depeche Mode Konzert in Wien mit Dirgi. Und was sehr, sehr auffällt, hier in Holland, da blinkt es überall. Es wurde ja mit der Zeit dunkel, wir sind um 18 Uhr losgefahren, sind erst gegen Mitternacht hier eingetroffen, weil so viel Verkehr war. Und im Dunkeln fällt das richtig auf an Stoppstraßen. Da wechseln zwei blinkende Lichter und überall blinkt es irgendwo. Aber am heftigsten ist es an einem Bahnübergang. Ich habe gedacht, ich fahre auf eine Party, als ich hier an einer geschlossenen Schranke warten musste. Da blinken nicht nur die Andreaskreuze, sondern auf den Schranken sind auch noch rote Blinklichter, die aber nicht gleichzeitig blinken, sondern völlig durcheinander. Also man muss wirklich genau hingucken. Eigentlich verwirrt es auch mehr, als dass es einem hilft, weil eine geschlossene Schranke ist. Eine geschlossene Schranke, die erklärt sich vielleicht auch ohne ein Blinklicht. Aber mal interessant zu sehen, wie im Ausland die Verkehrsverhältnisse letztlich optisch symbolisiert und angezeigt werden. Ich hätte es mal filmen sollen, weil ich hatte ausreichend Zeit. Die Schranke war relativ lange unten. Vielleicht mache ich es morgen noch oder bei einem meiner nächsten Besuche hier in Amsterdam. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann hoffentlich in einem besseren Zustand, weil es ist jetzt nach 3:30 und ich bin wirklich fertig. Früher morgen wird jetzt schlafen gehen. Euer Reiko.